Ganshofen führt im Elfmeterschießen 3:1. Und das ist der Entscheidende durch Kirchberger. Und das ist das 4:1. Und das ist das Out, das sensationelle Out für Rapid im österreichischen Fußballcup. Lagolikakis und Freund hatten die Penaltys vergeben. Nach 45 Minuten, nach 90 Minuten und nach 120 Minuten hatte es 1:1 geheißen. Zunächst 1:0 für Rapid durch dieses Tor von Wettel. Und dann folgt der Ausgleich durch Aigner und dann die Sensation in Ranshofen. Und Oliver Freund, er bringt es auf den Punkt. Man kann sich wirklich nur entschuldigen bei unseren Fans. Es war wirklich für eine Rapid-Mannschaft wirklich nicht würdig. Auch denke ich, sagen über den, die Oberösterreicher, die kennen den Verein gar nicht. Aber eine Mannschaft aus der ersten Liga gegen so einen Verein, so ein Resultat, ist eine Schande. Ist eine Schande. Sie haben deppert gespielt. Normal gehört so auspeitscht. Auch wenn das Ranshofen ist und die mit Herz spielen, wie es auch gesagt worden ist, man muss sich darauf einstellen und man muss imstande sein, als Rapid mindestens 2 Tore in der reellen Spielzeit zu schießen. Bei Rapid wurde heute wieder trainiert, sicher auch Elfmeterschießen. Man kann nicht sagen, dass die Laune überschäumend war. Dunkle Wolken über dem Hanapi-Stadion heute Nachmittag. Trainer Heribert Weber bittet nach dem Cup-K.O. zum Rapport. Einzelgespräche stehen heute auf dem Programm. Was hat er euch gesagt? Naja, was hat er uns gesagt? Dass wir gestern saumäßig gespielt haben. Dass sehr viele Spieler nicht die richtige Einstellung gehabt haben. Und dass man einfach so nicht Fußball spielen kann. In Wirklichkeit ist es gestern eben so gewesen, dass sehr viele Spieler meiner Mannschaft derartig arrogant gewirkt haben und eigentlich sich mehr auf Einzelgefechte mit den Gegnern konzentriert haben als auf das Spiel. Die Konsequenz aus dem Debakel: Geldstrafen für die Spieler. Geldstrafe auferlegt, deren Höhe allerdings nicht bekannt gegeben wurde. Allzu hoch kann sie nicht sein, denn die Spieler reagierten auf diese Sanktion eher gelassen. Ich weiß nicht, was das bringen sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie einer das absichtlich gemacht hat. Das ist eine Entscheidung des Präsidiums, aber natürlich bin ich auch der Meinung, dass eine solche Niederlage gegen einen solchen Gegner, wobei ich die Leistung des Gegners nicht abwerten will, Konsequenzen haben muss. Darüber hinaus gibt es für alle an der Blamage beteiligten Spieler Einzelgespräche mit dem Trainer. Nichts anderes haben wir heute gesprochen, dass wir so schnell wie möglich diese Arroganz, diese Überheblichkeit vergessen und uns wieder besinnen, unsere wahren Stärken. Eine erneute Trainerdiskussion wird es in Hütteldorf nicht geben, weder vom Präsidium noch von der sportlichen Leitung. Es war unschwer zu erkennen an der Signation, wir sind beim österreichischen Fußball und zwar beim Memphis Cup. Die zweite Runde wurde heute gespielt. Sie wissen natürlich als Experten, dass da die Max-Bundesliga-Clubs erstmals mit dabei waren und dass es eine Sensation gegeben hat. Und für alle in und rund um Ranshofen jetzt nochmal die Sensation von Ranshofen, der Sieg gegen Rapid. Es war ein denkwürdiger Nachmittag heute in Ranshofen, in Innviertel. Stimmung ausgezeichnet. Ernst Dokobil und Herbert Weber kommen gemeinsam, aber doch nicht vereint. Und die 3000 Zuschauer in Erwartung eines großen Cupspiels. Die erste Möglichkeit, die haben die Innviertler, der 7. der oberösterreichischen Landesliga, und zwar durch Gilhofer. Das Match ausgeglichen, auf beiden Seiten relativ wenig Chancen, hier aber zweimal durch René Wagner vergeben. Savicevic und Wimmer fehlen bei den Hütteldorfern, die jetzt in dieser Phase ihre besten Szenen haben. Lagolikakis kommt heute immer wieder über rechts und Arnold Wettel macht das 0:1 in der 19. Minute. Da ist die Welt für Rapid noch in Ordnung. Aber die 3000 Zuschauer sehen ein offenes Match. Nächste Möglichkeit für die Ranshofner, die sich sehr bemühen, die kämpfen. Das war Degenhardt. Und da kommt Georg Aigner aus dem Hinterhalt und Meier ist geschlagen. Der Ausgleich nach 27 Minuten, 1:1 unentschieden. Und das ist auch der Pausenstand. Und Harry Weber sieht nicht gerade glücklich aus. Nächste Chance für die Ranshofner. Hans-Peter Pöttinger vergibt diese Möglichkeit. Die einzige Sturmspitze der Innviertler. Dann achten Sie auf diese Szene. 6 gegen 6. Aigner gegen Roman Wallner, der zur Pause gekommen war. Und da gibt es wegen Tretens die rote Karte von Schiri Birkmann für den Rapidler. Hütteldorfer dann noch mit einer einzigen Möglichkeit in der regulären Spielzeit. René Wagner vergibt
1:1 nach 90 Minuten. 1:1 auch nach der Verlängerung ohne große Chancen. Das Elfmeterschießen, das musste entscheiden. Christian Dorner für Ranshofen 1:0. Meier getäuscht und geschlagen. Dann Lagolikakis kläglich vergeben. Es bleibt beim 1:0. Dritter Elfmeter, Martin Amsleiter, der Mittelfeldspieler. 2:0 für Ranshofen. Die Sensation beginnt sich abzuzeichnen. Wettel dann, Tor, erstes Tor für Rapid im Elfmeterschießen, 2:1 nur mehr. Dann Gerald Heinzel, auch er trifft ins Kreuz, 3:1 für Ranshofen. Und jetzt wird schon langsam eng für die Hütteldorfer. Oliver Freund und an die Stange, an die Stange. Und jetzt musste der nächste Elfmeter die Entscheidung bringen. Thomas Kirchberger, der Libero. Wenn er trifft, dann ist Rapid aus dem Pokal. Und er trifft, er täuscht Meier, 4:1 im Elfmeterschießen. Für Ranshofen gegen den 14-fachen österreichischen Pokalsieger Rapid. Die Sensation ist perfekt. Ranshofen ist weiter, Rapid ist ausgeschieden, aber der Trainer, er bleibt gelassen. Ich bin selbst jetzt nur ein bisschen kurz nach dem Erfolg sprachlos, aber ich bin so begeistert. Ich glaube, jeder hat heute in Ranshofen miterlebt, was also im Kopf drinnen steckt, wenn man wirklich alles gibt an Bereitschaft, wenn man das nötige Glück auch hat. Man kann sich wirklich nur entschuldigen bei unseren Fans. Es war wirklich für eine Rapid-Mannschaft nur wenig würdig. Und man muss natürlich dem Gegner ein großes Kompliment machen, ihm verdient weitergekommen. Ein fairer Oliver Freund, und so feierte man anschließend in der Kabine der Ranshofner.